Liebe Webinar-Teilnehmende, liebe Webinar-Teilnehmer, herzlich willkommen. A quick and warm hello to our English-speaking participants as well. We have a few of them, and I just will give a German introduction. But just for you to know, the first speaker will present in English, and the second person and the follow-up speakers in German. But some of the slides will be in English. So, jetzt auf Deutsch. Herzlich willkommen zum Webinar von der GFM, Schweizerische Gesellschaft für Marketing und Kingfluencers. Ich bin der Jean-Marc Grant, der Geschäftsführer von der GFM, und es freut mich sehr, das Thema How to Gain Digital Influence as a Brand durch uns heute beschäftigen. Und wir haben fünf extrem interessante Speakers. Ich mache es ganz kurz. Als erster ist der Juri Kallebaut, der CEO von Kingfluencers, wo wir loslegen auf Englisch. Dann wird er übergehen Dominik Hufschmid, Director of Strategy Marketing and Innovation at Kingfluencers. Dann die Senada Kadic, Gründerin von Y-Brand und Verantwortliche für Employer Branding und Vielfalt Schweiz bei der Helvetia. Nadine Jürgensen, Co-Founder von Alex. Und last but not least, der Marco Gasser, Managing Director Goldbach Manufaktur. Sie werden sich dann auch noch einzeln wieder vorstellen. Now, without further ado, Yuri, you're ready to show some of your insights about digital influence. We're looking forward to it. Thanks a lot. Right, good. I will just quickly share my presentation. I think everyone should be able to see this now. Yeah, looks good. Okay, so thank you for the introduction, Jean-Marc, and thank you for the opportunity to present today about digital influence together with some amazing people like Nadine, Marco, and Senada. So very excited to be presenting alongside all of you. But let's dive straight into it. So myself and my colleague Dominique will be talking about how to build digital influence, the rise of a new marketing zeitgeist. And basically, our departure point in this whole presentation is that if you want to be successful as a brand, there are different factors that you need to take into account as in the past. There are different types of strategies and tactics that you can take that can be very effective for your brand in order to stand out and to be successful. Now, we all know the big billboards, especially in very iconic places like on this picture here. And in the past, marketing was very often reduced to being present on those billboards, having the loudest voice, having the biggest share of voice. And what we are saying today, hey, with all that we know today and in the changing environment that we live, it's no longer about being just there. It's no longer about being on these billboards, having the loudest voice, the loudest space. Sure, yes, as a brand, you can create visibility, awareness, and so on. But what does that awareness mean? Does it mean that people are actually connecting to your brand? Does it mean that they like your brand or love your brand? Does it mean that they have any needs or a connection towards your brand, that they take any action? Not necessarily. And so this is a big departure point of our, let's say, mindsets and our how we see marketing today. Now, brands are, like I said, not just built on big billboards or advertising in one-way communication. Of course, it still matters and it is still very important, but brands are built everywhere. They're built on TikTok, they're built on Reddit, they're built through viral dances, on reels, and so on and so on. In today's world, it's no longer about being just on those billboards. In today's world, advocates and creators, the people that actually stand for your brand, that represent your brand, that talk about it, that spread your message, those are the ones that hold the power. They are the native voices, brand voices in an ever-changing brand landscape. And so, what we are saying today is that, hey, yes, your classical marketing, advertising, and so on, it matters. It does reach a certain set of objectives. But if you want to go beyond that, you need to add a whole new element to your mix, which is related to these advocates, creators, people that actually represent your brand. So the old way of marketing was very much about one-way communication, mainstream, taking place in a very stable and gradually changing environment, very product-centric, where a big focus was on share of voice, having the biggest voice, having the biggest presence, and so on in general
channels and general mechanisms and so on. Now, what we say is that the new marketing zeitgeist is about different things. It is much more about advocacy. It's about creating connections. It's about world building around your brand. It's about operating in niches, emotion, realness, and especially being community centric. So when we look at this and how marketing has changed, or how which factors allow a brand to be more successful and get close to its communities, which is what it's all about these days and more, we see that creators and advocates, they lead really this creative input. They lead this connection between a brand and its communities. They are the gatekeepers. They are the ones who put your brand really top of minds, but not just top of mind, also in the center of people's hearts and minds. And that's what's important. And in that, of course, social media as a shared space and culture definer is very important and still growing. We see more and more social media platforms. It's more and more diversified, more and more community driven. And so social media is, of course, a very, very big driver of this, along with internet in general. And what brands are more and more, you know, focused on, at least if they want to be successful, is really shared interests, shared culture, and how can we as a brand be part of people's community? How can we have a dialogue? How can we interact? And so on. It's no longer just about cold, hard metrics, like awareness, like general factors, but it is much more about how can we get closer? Hold on, I'm trying to go to the next slide. Maybe a quick question, please write it in the comments if you know, but when you look at these posts, for example, can you guess which brand this is? And I think this will be a good example for everyone to see that based on a set of, you know, images, posts, people, what they do, what they stand for, their values, how they operate, that you can, in cases where brands are really taking advantage of their advocates, of their community, and having their voice heard, multiplying their voice and their message in that way, that it creates a recognition and you are able to recognize the brand, which is a huge digital brand capital that they are building, and digital brand equity. So please write your answer in the comments, but many of you might have guessed it. This is the brand On, who is, of course, a brand that really has played this card very well in terms of using advocacy, voices, people, representatives, whether it is Roger Federer or whether it is its own employees, day-to-day runners, sports people, influencers, and so on. They know very well that, yes, of course, we want to be in the big places. We want to be on the billboards. We want to be in the media. We want to be in the publications. But at the same time, their strength comes from the people. It comes from being driven through culture, shared values, the value of living healthy, of running. And they have not just adopted culture, but they've also changed culture. They have changed how people act, behave, live by bringing this culture of sports, activeness, and so on. And that is powerful as a brand. Not just have they adopted and made culture their own, but they've also changed the culture of their audiences and then carried on, help you work with them to carry on their message and spread their message. Now, brand must adopt and pivot to ensure their ongoing success. And it's all about building influence. Now, when you think about building influence, there are different factors that come in play than what you would traditionally look at in terms of marketing, advertising, and so on. Building influence is all about putting your community first. It is about interconnecting the digital and the physical world and making those two really interact, creating spillover effects. What happens in the real world goes in the digital world. What happens in the digital world flows back over in the physical world. And that's really a big change. It's about authenticity. It's about dialogue, interaction, and belonging rather than one-way communication. It's about creativity, very important. Influence is built through creativity and world building. And advocacy is the new currency in this whole aspect of how do you build influence as a brand. Now, here are a few quick factors in today's world. Advocacy is the new currency to build influence. First of all, it is a flexible tool that can be customized according to the brand's needs and according to your audiences. So
You know, advocacy is something that you can cultivate, build, nurture in so many different ways, and that is really powerful. It inherently yields the power of credibility, authenticity, relatability that inspires and moves people. It also taps into fundamental human nature of seeking to compare, connect, bond, share, unite, form community, and so on. Its power grows exponentially as more and more participants join, which is a very big factor that is quite unique to advocacy. The more people join, the faster its power, its impact, its reach, and so on evolve. Unlike any other marketing force, it has the power to become self-perpetuating without having to be bought or paid. What you have to do as a brand is you deliver on your promise. But then once you get your community to rally around you and get your message out, it is a self-perpetuating force. The more people feel the brand love, the more people become part of your community, the faster it grows and the more it adds to your success. And it gives the power back to your community by holding the brand accountable to its promise in a superior way. Now, it is all about connecting. When you think of advocacy, advocacy is one of the key cornerstones of building influence. Influence is a key cornerstone, key element for a brand to be successful. But when you really think about what influence is all about, it's about connecting. It's no longer about one-way communication, one direction. It's about connecting. It's about interaction. It's about shared experiences, shared stories, and so on. And that's how you establish trust, generate excitement, and so on. Here are a few quick stats. I will mention one of them. The creator economy has grown by 1,000% in the past 8 years, so there must be something in there that is right. Using advocacy as a marketing strategy is no longer a choice. It's a necessity. It is the way forward. Here, just a few brands. We believe that there are different stages in how brands can be advocacy influence centric and how they really harness the potential of advocacy. And we have we split that up in six different phases, from unrecognized to embedded. The highest level is when brands really embed the power of advocacy influence, digital influence strategies into everything they do and really use it as a powerful tool to stand out. Now, what we can see here is that brands can be positioned on this ladder, so to speak. We have yet to find brands that are really on the highest level. However, there are some brands like On, like Starbucks, and Dominique will give some examples about that, that really do a very good job. If you would like to know more about this, of course, then we can always talk about that. But then, without further ado, I give the word to Dominique. Okay, merci vielmal. Dann lasst uns doch zusammen in drei verschiedene mögliche Strategien eintauchen, wie Brands eben ihren Einfluss erhöhen können und die Macht von Advocacy brauchen können, um mehr Einfluss zu generieren. Genau. Wir werden drei Punkte behandeln. So, wir starten jetzt mit dem ersten. Also es geht hier darum, dass wir eigentlich, dass Brands das komplette Spektrum von Advocacy eigentlich ausschöpfen können. Das bedeutet nicht nur Influencer-Marketing, das geht nämlich viel weiter. Das können wir auf dem nächsten Slide sehen. Genau, so Digital Influence ist aufgebaut bei Holistic Advocacy. Was bedeutet das? Brands haben ganz viele Möglichkeiten, ihre Influencer, Creator, Advocates zu aktivieren. Das fängt an eigentlich im Zentrum mit Personal Branding, also einzelne Mitarbeitenden oder CEOs, die als Advokat über den Brand etwas erzählen können und Connection schaffen. Das können aber auch Employee Ambassadors sein, also alle Mitarbeitenden, die in einem Unternehmen arbeiten, und natürlich auch Creators und Influencers. Und wenn man all die aktiviert, kann man eigentlich wie holistischen Einfluss haben auf Kunden, aber auch auf Communities, auf Mitarbeitende selbst und auch auf die Kultur als Ganzes. Das macht es so mächtig. Genau, dann hier auch nochmal ein paar Stats. Personal Branding, 77% von Konsumenten kaufen oder also Also 77% von Konsumenten kaufen eher von Brands, wo der CEO oder Executives etwas über den Brand posten und erzählen. Und 25, also Social Media Content
der von Mitarbeitenden erstellt wird, wird 25 Mal öfters geteilt als normaler Content, der vom Brand selbst kommt. Und 90% von Millennials sagen, dass Authenticity mega wichtig ist und ihre Kaufentscheidung eigentlich beeinflusst. So, man kann sagen, Menschen folgen Menschen und nicht Brands. Das kann man auf diesem Beispiel sehr schön sehen. Hier habt ihr den Instagram-Account von Swiss National Women's Team und dann von einer Fußballerin, die mit 16 Millionen Follower natürlich extrem viel mehr Menschen begeistert und connected als der Brand selbst, wo sie arbeitet. Da sieht man wirklich die Macht vom Personal Branding. Genau. Und Starbucks zum Beispiel, die haben ein extrem spannendes Employee Advocacy Programm, das sie aufgebaut haben. Sie nutzen eigentlich ihre Mitarbeitenden dazu, Content zu erstellen und spannende Geschichten und Werte aus ihrem Unternehmen zu erzählen. Also das geht darum, die Community spürbar zu machen. Sie erzählen über, wie es ist, bei Starbucks zu arbeiten, was die tollsten Produkte sind, aber auch Sachen, wie sie sich für die Community im Ganzen einsetzen. Oder wie die Lieferkette, also da lassen sie zum Beispiel lokale Bauern reden, die in Afrika den Kaffee wirklich produzieren. Und das ist halt ein sehr mächtiges Tool, um eigentlich die Markenessenz von Starbucks wirklich zu erzählen und an die Menschen zu bringen, weil Starbucks möchte ein Ort sein, wo Menschen belong, they belong to, also Zugehörigkeit haben. Und über diese vielen Geschichten wird es wirklich erlebbar und spürbar und begeistert Menschen für die Marke. Und auch um Mitarbeitende zu gewinnen, ist es natürlich super, weil man kriegt wie einen Einblick, wie ist es dort zu arbeiten. Ein anderes gutes Beispiel ist die Migros. Die aktivieren auch ganz viele verschiedene Influencer, Creator und Ambassadoren, um eben ein ganzheitliches Bild von ihrem Unternehmen zu vermitteln. Also es fängt an vom CEO, der als Personal Brand in die Medien und auf Social Media aktiv ist. Sie aktivieren ihre eigenen Mitarbeitenden, die spannende Geschichten über die Produkte erzählen oder wie es ist, da zu arbeiten. Sie aktivieren Thought Leaders, die zum Beispiel über Gesundheit reden oder wie man mit Mikroprodukten gesünder ist. Dann die klassischen Influencer und Creators, die natürlich ihre Community erreichen und dort die Mikro präsent machen können. Und was sie auch natürlich versuchen zu machen und immer öfter, ist, dass sie wirklich normale Menschen wie Sie und ich dazu aktivieren, Content über witzige Themen der Migros zu machen. Dann als zweites, es ist mega wichtig, dass man als Brand wirklich eine Langzeitstrategie, Influence-Strategie aufbaut und über längere Zeit verfolgt, dass er nicht nur in Kampagnen denkt, sondern wirklich in einer Langzeitaktivierung und in einer Langzeit-Connection zwischen Brand und Consumer. Und so wird man eigentlich dann über längere Zeit wirklich relevant, auch in der Internetkultur. Genau. Und die funktioniert, das wisst ihr auch, die ist extrem schnell, die ändert sich täglich. Da gibt es ganz viele Nischen, die verschiedene Interessen haben. Und in der heutigen Welt, wenn man als Brand eigentlich nicht präsent ist in diesen Nischen und nicht Menschen dort erreichen kann, dann ist es, als würde man wie nicht existieren. Also es ist wirklich wichtig, da den Zugang zu haben und mit dieser Fragmentierung eigentlich der Zielgruppen umzugehen. Und da wiederum kommen natürlich Influencer, Creator und Advokaten ins Spiel, weil die natürlich wirklich den Zugang haben, viel authentischer und viel näher zu diesen verschiedenen Communities. Genau, ein Beispiel vielleicht hier, einer unserer Kunden L'Oreal, die machen Beauty-Produkte hauptsächlich und was sie auch machen, sie versuchen möglichst schnell den Trends zu folgen, weil es ist auch so, dass die Algorithmen von Social Media natürlich Content bevorzugen, der on-trend ist. Und so kann man wirklich eigentlich Momentum um den Brand bilden. Und man sieht hier, wie schnell sich das verändert. Also Beauty-Looks können von Januar Sleepy Eyes bis April zu 90s Supermodel-Look eigentlich wie wechseln. Und da muss man halt mithalten können als Brand. Auch interessant ist, von wo kommen diese Trends? Also die entstehen oft in Popkultur, also Musik, Filmen und so weiter. Sleepy Eyes im Februar, interessant, da ist jeder müde. Man hat vielleicht zu viel gefeiert über Weihnachten. Genau, und da haben sich viele Influencer inspirieren lassen von Billie Eilish, die so ein bisschen, das ist eine Sängerin, die sich diesen Look eigentlich ein bisschen populär gemacht hat. Dann kommt ein neuer Movie von Warner Brothers. Dann nehmen das Influencerinnen auch wieder auf, also hier Desert Eyes von Dune.
wie kann man sich schminken, um so auszusehen, oder eben Serien. Das ist eine Serie von HBO, Euphoria. Eine Person, da hat ganz ein auffallendes Make-up und das wird dann halt schnell aufgenommen, geteilt und weitergeshared. Oder auch Retro-Trends wie 90s Supermodel-Look. Gerade bei Gen Z ist das mega beliebt, diese Nostalgie zu den 90er Jahren. Genau. Dann natürlich nicht jeder Influencer passt zu jedem Brand. Das ist wichtig, dass man da auch ein bisschen aufpasst. Für L'Oreal natürlich ein anderer Influencer passend als für Migros, M-Budget. So, das ist viel passender. Und es ist wirklich wichtig, dass Brands mit diesen passenden Influencern eine Langzeitbeziehung aufbauen, sie über längere Zeit engagieren und immer wieder passenden Content machen. Genau, dann wichtig natürlich, dass man einen großen Pool an Influencern hat, um diesen Trends und Topics und Communities immer gerecht zu werden und je nach Änderung auch immer schnell andere Personen aktivieren kann für andere Themen. So zum Beispiel Disney, hier mehr Trend 1, also wenn es um Marvel geht, ein neuer Film, der kommt, aktiviert man andere Influencerinnen, als wenn zum Beispiel ein neuer Familienfilm rauskommt. Genau. Dann gehen wir weiter. Also wenn man wirklich erfolgreich sein will, auch in diesen Aktivitäten, ist immer wichtig, dass man Creators und Influencer einen Pool davon hat, die wirklich einfach langfristigen Content machen, den man auch gut kontrolliert. Aber ein Teil von diesen Creators kann man auch dazu einen Auftrag geben, dass sie wirklich nur sich um Trends kümmern, ihnen dort auch mehr Autonomie geben, dass sie da wirklich auch selbstständig können, ganz schnell auf Trends antworten. Genau. Yes, das ist. Dann haben wir noch das Letzte. Ganz wichtig auch, dass man nicht nur in Instagram und TikTok denkt, sondern wirklich auch alle Maßnahmen, die man macht mit Influencern, Creators und Advokaten, dass man da wirklich aus diesen Channels auch ausbricht und neue Channels vielleicht andenkt und die Geschichte wirklich 360 Grad erzählt. Man sieht gerade, dass Generation Alpha, die hat einen anderen Umgang mit Social Media, die sind viel mehr auf Discord, auf Reddit, das sind eigentlich Plattformen, die mehr wie Digital Campfires funktionieren, wo man sich trifft in einem geschlossenen Raum und sich über Themen austauscht. Und Brands müssen natürlich dort einen Platz finden. Das bedeutet, wir kommen eigentlich von der Einwegkommunikation hin zu Entertainment, wo wir im Moment stehen, ganz stark dort eigentlich TikTok. Man schaut sich das an zur Unterhaltung und geht jetzt immer mehr zu diesen Campfires, wo man geschlossene Communities hat, hin dann ja, in der Zukunft zum Metaverse, wo das natürlich dann noch viel extremer ist. Genau, das heißt, Marken müssen eigentlich einen neuen Weg finden, um für Communities wie einen Ort schaffen, wo sie Zugehörigkeit fühlen können. Notion zum Beispiel, das ist ein Tool, da kann man sich organisieren, das ist ein digitales Produkt, die machen das super gut von Anfang ab, also die organisieren regelmäßige Meetups, wo man sich physisch treffen kann, wo man sich mit Experten austauschen kann. Die haben ein Ambassador-Programm, wo ja Ambassadoren wirklich über das Produkt auch erzählen. Dann haben sie Creator-Content, also klassisches Influencer-Marketing und User-Generated-Content. Und wenn man halt wirklich all diese Stimmen und Voices aktiviert, kann man halt sehr viel Momentum und Kraft und Begeisterung rund um einen Brand und diese Themen aktivieren. Genau, also seht ihr hier nochmal zusammengefasst, es ist diese Campfire-Idee, man muss Communities zusammenbringen, begeistern und das wird sich dann exponentiell weiterentwickeln. Und hier nochmal zum Zeigen, also es geht wirklich darum, außerhalb auch den klassischen Social-Media-Kanälen zu denken, alle Social-Media-Kanäle mitzudenken und auch im physischen Space den Brand durch Influencer und Creator erlebbar machen. Genau, ein Beispiel, Taliwai macht das super gut. Die haben zum Beispiel mit ihrer Back-to-School-Kampagne haben sie eine Kreatorin ins Zentrum gestellt und so eigentlich über alle Kanäle, also Social Media, Print, Digital, Aktivierung gemacht und so wird die Marke dann halt wirklich besonders stark. Genau, da kann man eigentlich sagen, dass wenn man erfolgreich sein will im neuen Marketing-Zeitgeist, Brands müssen eben diesen neuen Marketing-Growth-Cycle folgen. Also einerseits geht es um Brand-Building, für was stehe ich, wie differenziere ich mich, was ist die Welt um meinen Brand und dann auf der anderen Seite halt die Communities, die Influencer, Creators, Advokaten, dass man die aktiviert und dann immer wieder voneinander lernt, sich inspiriert und weiterentwickelt. Genau. Alright. Gut, dann übergebe ich gerne an die nächste Speakerin.
Ja, ich weiß nicht, Nadine, willst du zuerst? Ja, ich kann gerne Also. übernehmen. Also, hallo miteinander und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei, drei Worte zum Personal Branding sagen darf und werde jetzt auch hier noch meine Präsentation teilen mit euch. Genau, ich spreche heute mit euch nicht primär über Alex, wie ihr mich vielleicht auch kennt, sondern über Personal Branding und zwar, wie man eine persönliche starke Marke aufbauen kann. Machen wir einen kleinen Zoom zurück zu 2016. Das war damals meine Startpage. Es kommt dann wirklich schon vor wie digitales Urzeitalter. Damals gab es auch noch nicht so viele Toolboxen, um Websites zu bauen. So sah das damals aus. Das war ein Foto mit einem Kontaktformular, hat aber gereicht, um erste Kunden zu akquirieren. Und so bin ich damals gestartet, als ich von der NZ weggegangen bin und mich selbstständig gemacht habe. Und ich hatte eigentlich wenig Reach, keine Community. Und ich wollte eigentlich hier meinen Brand aufbauen. Jetzt, wenn jemand einen Brand aufbauen will, muss man sich erstmal ein paar Sachen fragen, nämlich wen möchte ich eigentlich überhaupt mal erreichen, wofür möchte ich eigentlich stehen und dann kann man auch vielleicht mal sich selber googeln und mal schauen, was kommt denn überhaupt hier raus, für was stehe ich bis jetzt und dann muss man natürlich auch überlegen, was will ich denn in Zukunft überhaupt, wer will ich sein und wo will ich sein, wo bin ich besonders gut, also was kann ich überhaupt anbieten und mit welchen Themen. Und damals wollte ich mich eher als Moderatorin aufstellen, bin dann ein paar Jahre so gegangen und habe dann auch einen neuen Fokuspunkt gemacht, dann ein paar Jahre später, als ich gemerkt habe, dass ich mit diesem Profil, das ich damals unterwegs war, auch nicht mehr weitergehen möchte und habe mir dann eben auch Hilfe gesucht, weil sich alleine beschreiben zu können und auch von innen heraus, das ist sicher ganz wichtig, dass man weiß, was man will, aber die Außensicht, wie einem andere sehen, die ist eben auch sehr wichtig. Und da geht es eben darum, den Markenkern bestimmen zu können. Das ist mal Fragen, die man sich selbst stellen kann. Aber dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man andere eben fragt, wie sie einen sehen. Und da seht ihr rechts, habe ich einen kleinen Chat-Auszug. Da habe ich einen Kollegen gefragt. Ich habe ganz viele Menschen aus meinem Umfeld gefragt, wie sie mich sehen, wo sie mich sehen, wo sie meine Talente, meine Skills sehen. Und aus dem habe ich dann damals meinen Brand Nucleus gebildet. Das war ungefähr dann 2019, wo ich mich dann auch nochmal neu positioniert habe, gesellschaftspolitisch, auch mit welchen Themen ich raus will. Ich habe dann auch ein Redesign von meiner Webseite gemacht. Und so kann das eigentlich jeder für sich auch definieren. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich Gedanken macht, wo will ich eigentlich überhaupt in Erscheinung treten. Wir haben es vorhin gesehen, also Gen Alpha, der Gen Z ist vielleicht auf anderen Kanälen unterwegs. Ich bin jetzt noch der erste Jahrgang von den Millennials. Ich bin 1982 geboren. Ich bin da noch auf den klassischen Kanälen sozusagen unterwegs. Also bei mir sind vor allem Instagram und LinkedIn stark. Ich habe auch immer wieder eine Kolumne gehabt. Momentan ist es jetzt gerade beim Magazin. Sind also wirklich noch die ganz klassischen Kanäle, wo man aber immer noch einen sehr guten Reach hat. Aber natürlich kann nicht jeder von alleine eine Kolumne haben. Das ist natürlich auch schon ein bisschen Vorleistung durch meinen beruflichen Werdegang. Aber man kann natürlich eine eigene Webseite haben, sich über andere Publikationen natürlich eine Community und eine Reichweite aufbauen. Es kann auch ein Podcast sein. Wichtig ist auch immer Look und Feel. Das ist die Zeichnung, die ich bei meiner Kolumne habe. Ihr seht, ich sehe da ziemlich ernst aus und das war auch gewünscht so, dass man da nicht zu sehr lachen darf. Und als ich dann mal ein Video, ich habe ja letzten Herbst auch für die Wahlen kandidiert, als ich dann mal ein Video gepostet habe, hat unten eine Userin geschrieben, sie sei total froh, dass sie mich mal per Video erleben kann, weil das Foto sei immer so ernst und jetzt würde sie die Kolumne mit einer ganz anderen Stimme lesen. Und auch interessant, also wer sich wirklich auch als persönliche Marke aufbauen will, nehmt bitte nicht das letzte
Foto vom Strand, sondern investiert durchaus mal in ein Fotoshooting. Überlegt euch, welche Geschichte ihr erzählt, was ihr zu erzählen habt. Authentizität haben wir vorhin schon gehört, also nicht versuchen, jemanden zu sein, den man nicht ist. Und natürlich muss man auch wissen, wie oft kann ich überhaupt mit meiner Message, die ich zu sagen habe, wie oft kann ich da rausgehen? Wichtig ist die Regelmäßigkeit, nicht, dass man einmal anfängt und dann gar nicht mehr weitermachen kann, sondern man muss dann schon auch etwas auf Sendung bleiben. Es gibt auch immer Sachen, die man beachten muss, wenn man sich als Marke aufbauen will. Man ist immer sofort auch Vorbild für andere. Das heißt, man muss auch ein bisschen darauf schauen, was man liked, wo man sich engagiert, in welcher Diskussion und so weiter. Das wird halt einfach gesehen. Wichtig finde ich auch, dass man, großes Thema von mir finde ich, dieses Sharenting, dass man keine Kinderbilder beispielsweise zeigt. Das kann sehr, sehr gut funktionieren und bringt viele Klicks, geht aber zulasten von der Privatsphäre der eigenen Kinder. Dann auch mal überlegen, auf welche Kanäle passen überhaupt zu mir. Auch wenn man sich exponiert und einen gewissen Reach bekommt, muss man sich auch immer damit rechnen, dass man negatives Feedback bekommt, teilweise auch Hassnachrichten, da vielleicht auch eine gesunde Distanz schaffen. It's not about you. Meistens wird man ja eben dann auch zu einer Kunstfigur, in die man vieles hinein projiziert. Und Thema Shitstorm, auch das kann passieren. Also sozusagen ziemlich sicher, wenn man einen gewissen Reach hat, da kann ich einfach sagen, der erste ist der schlimmste, you will survive, aber vielleicht eine Woche nicht so gut schlafen, ich kenne das aus Erfahrung. Aber man härtet ab mit der Zeit und mit der Zeit nimmt man das relativ sportlich. Ich kann trotzdem diese Präsentation nicht abschließen, um nicht gleich noch Alex zu erwähnen. Man muss schon sagen, dass das Brandbuilding von Alex natürlich massiv auch in Verbindung stand mit unseren persönlichen Marken. Und da ist sicher auch Patricia Leary und Simon Züger, meine beiden Co-Founderinnen, haben da natürlich selbst auch starke Marken, die sie mitgebracht haben beim Launch. Mein Going-Live-Post auf LinkedIn hat über 3.700 Likes und 400 Impressions generiert damals. Wir hatten da also einen großen Impact. Niemand wusste auch, dass wir das Unternehmen starten. Da hatten wir schon einen recht großen Impact. Wir haben es vorhin auch schon gehört in der Präsentation von Juri und Dominik. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man als Corporate Influencer sind wir wahnsinnig stark an unser Unternehmen gebunden. Wir sind eigentlich die Storytellers of Alex und nach wie vor auch Soul of the Brand. Wir wünschen uns natürlich schon auch, dass Alex seine eigene Seele bekommt. Das ist uns wichtig. Auch Stichpunkt Employer Branding, auch immer wieder Mitarbeitende in den Fokus rücken. So, it's not all about us. Und auch immer wichtig, wenn man nach außen tritt, eben es ist keine Selfie-Show. Es geht immer darum, was ist unser Purpose, was wollen wir erreichen, was ist unsere Story, was ist unsere Message. Und darüber muss man kommunizieren. Es geht nicht darum, sich selber irgendwie darstellen zu wollen. Zum Abschluss vielleicht noch drei wichtige Punkte, die ich gerne auf den Weg geben möchte. Immer bevor man kommuniziert, sich zu überlegen, was habe ich wirklich etwas zu sagen? Wir halten uns da eigentlich immer an drei Punkte. Also entweder ist es hilfreich oder neu, es bringt neues Wissen oder ist sehr gut recherchiert oder es ist lustig und entertaining und sonst besser mal nichts sagen. Man muss sich bewusst sein, dass wenn man eine persönliche Marke aufbaut, dass das sehr viel Zeit braucht, neben dem normalen Job, den man macht. Es ist nicht einfach so gemacht, es ist Arbeit. Und man muss auch sich immer wieder ein bisschen neu erfinden. Ein regelmäßiges Rebranding alle 3-4 Jahre gehört auch als persönliche Marke dazu, dass man sich neu ausrichtet. Beispielsweise mache ich keine Moderationen mehr wie früher. Ich mache nur noch Experten und Panels, also Expertengespräche und Panels. Trete eigentlich nur noch höchst selten als Moderatorin auf. Auch das war zum Beispiel eine Repositionierung. Ja, jetzt freue ich mich. Let's stay connected. Auch das ist natürlich etwas Wichtiges beim Personal Branding, den Leuten immer die Möglichkeit geben, auch mit einem in Kontakt zu treten. Ich freue mich, wenn ihr mich connected auf LinkedIn und wir da unseren Dialog weiterführen können und ihr natürlich auch verfolgt,
wie ich meinen Weg weitergehe. Ich freue mich, mit euch einen Austausch zu haben. Vielen Dank. Super, ja, dann soll ich gleich übernehmen. Gut, also ich share auch noch kurz meinen Screen. Ja, ich muss leider nachher losgehen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie mir auch sehr gerne via LinkedIn schicken, wenn ihr noch Fragen habt zu meiner Präsentation. Ich bin einmal kurz aus der Geschäftsleitungssitzung raus und würde mich dann nachher verabschieden von euch. Super, danke. Genau, ich denke, ihr seht jetzt meinen Screen. Hoffe, das hat geklappt. Genau, also wir haben schon ganz viel gehört zu verschiedenen Themen, eine Einordnung und jetzt auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis. Also jetzt geht es um Corporate Influencer, ist vielleicht schon mal so genannt worden oder vielleicht hat man es auch Corporate Ambassador oder eben die Advocacy, die Jöri erwähnt hat, Corporate oder von den Employees. Genau, das ist so unser Thema jetzt für das nächste Beispiel. Das heißt die LinkedIn Challenge und das ist unser erfolgreiches Gamification-Projekt, also das quasi eine Selbstläufer-Dynamik hat. So, was ist damit jetzt gemeint? Also zuerst mal noch mal kurz über mich. Wie gesagt, wir wurden anfangs schon ein bisschen introduced. Ich bin bei Ybrand, also ich habe ganz viele Hüte an. Ich bin bei Ybrand quasi als Personal Branding Coach auch unterwegs. Und bin aber auch bei Helvetia Versicherungen verantwortlich für Employer Branding und für Diversity. Und ich habe eine Vergangenheit als Social Media Manager, Community Manager, komme wirklich aus dem Digital Marketing, war da Consultant eine Zeit lang und ja, diesen Hut verliert man wohl nie mehr. Deswegen genau diese ganz vielen verschiedenen Hüte und genau bin auch noch ja, Mom of Two. Ich denke, genau, das ist auch Teil von meinem Personal Brand, wenn wir jetzt nochmal auf das zurückkommen, was Nadine vorhin erwähnt hat. Aber allerdings ohne Sharenting, genau. So, Nutzen von Corporate Influencer Programmen. Genau, also was machen Corporate Influencer Programme? Jörg hat schon ganz viel erzählt oder auch Dominik über den neuen Marketing-Zeitgeist. Ich gehe jetzt nicht mehr auf alles ein, aber grundsätzlich kommen Corporate Influencer Programme in zwei oder ja, zwei wichtige Nutzen, die man sieht. Eben Employer Branding, das hat Nadine auch gerade eben nochmal genannt. Also man kann, wenn man quasi Mitarbeitende einsetzt als Ambassadoren, als Influencer, hat das einen gewissen Effekt und man zieht so potenzielle Bewerbende an, aber ja, natürlich hat das auch einen Einfluss auf bestehende Mitarbeitende, also eben diese Employee Advocacy. Und dann andererseits oder Influencer-Programme im Allgemeinen, nicht nur Corporate, sollen natürlich auch einen Effekt auf Sales haben, also auf, ja, auf den, ja, auf Kaufentscheidungen beeinflussen am Ende. Und das ist nicht anders bei Corporate-Influencer-Programmen, sagen wir mal so. Genau. Aber es hat auch eine Kehrseite der Medaille, so aus der Praxis gesprochen. Wie gesagt, ich arbeite bei Ybrand mit verschiedenen Brands zusammen und habe auch schon mich mit verschiedenen Leuten unterhalten. Alle finden so, ja, Corporate Influencer Programme haben wahnsinnig viel Potenzial, aber eben es hat auch ein Aber. Und zwar sind solche Programme extrem ja, aufwendig. Also zum Beispiel, man entscheidet sich, 10 Mitarbeitende im eigenen Unternehmen, zum Beispiel auf LinkedIn zu pushen. Das macht so am meisten Sinn. Man kann natürlich auch sagen, okay, wir pushen unsere Mitarbeitenden auf TikTok oder auf Instagram, je nachdem, wo die Zielgruppe ist, aber meistens oder das beliebteste, die beliebteste Plattform ist natürlich LinkedIn. Und dann pickt man 10 Mitarbeitende heraus, erstellt ein Programm, was müssen sie machen. Und manchmal holt man sich auch Hilfe aus Agenturen. Wir haben auch schon
also Wildbrand und Kingfluencer zusammen, ja, zum Beispiel so ein Projekt betreut. Und dann, ja, ist das wirklich teilweise sehr aufwendig. Also da muss viel Abstimmung stattfinden, man muss da wirklich pushen und deswegen ist das natürlich teilweise auch sehr teuer für die Unternehmen. Also man fragt sich dann immer, ja, ist da wirklich der Nutzen dabei? Was habe ich da für ein Return on Investment? Weil das ist immer die Frage bei Corporate, also allgemein bei Influencer Marketing, oder? Ich erinnere mich, als das Ganze so losging, vor ein paar Jahren, dann hat man Influencer Marketing gemacht und nicht sofort etwas also beim Umsatz gemerkt. Da kam dann gleich auf, ja, das bringt gar nichts, aber das darf man nicht so messen. Also da komme ich gleich noch dazu, genau. Und ja, was halt auch noch wichtig ist, oder? Dann hat man so ein Programm, man führt es vielleicht durch ein paar Wochen oder Monate. Aber was dann schwierig ist, ist wirklich, dass die Leute danach auch dranbleiben, dass es weiterhin authentisch ist. Also diese Consistency nach einem Programm, das eben so stark betreut wird, die lässt meistens nach. Genau, also hoffentlich war es dann nicht umsonst. So, das ist so die Kehrseite der Medaille. Genau, wir machen Corporate Influencer oder Influencing bei Helvetia schon seit einer Weile. Also ich habe 2020 bei Helvetia angefangen. Dort kam schon das erste Mal auf, könnten wir einen Workshop machen für unsere Mitarbeiterinnen speziell, weil wir wollten unseren Frauenanteil erhöhen. Also wollen wir, by the way, immer noch, falls ihr auf Jobsuche seid. Genau, und vor allem auch im mittleren und unteren Management. Und da kam eben auf, wir könnten doch die Frauen, die wir haben, noch besser positionieren, um quasi Role Models zu schaffen, um auch anderen zu zeigen, dass bei uns wirklich die Türen weit offen stehen. Und ja, und dann habe ich mal einen Workshop gemacht, speziell mit Frauen, weil ich habe diese Workshops schon vorher in meiner Rolle als Consultant gemacht. Und dann dachte ich, ja, kein Problem, machen wir einen Workshop. Und das stieß wirklich extrem ja, auf Interesse. Also führten wir 2021 dann für alle Live-Workshops ein, also für Nachwuchskräfte, für unseren Vertrieb, das ist ein großer Teil von Helvetia, oder auch für zum Beispiel Advanced User, für Beginner, ganz viele, jeden Monat gab es Workshops. Irgendwann dachten wir, es ist nicht so skalierbar, wir sollten das ein bisschen anders gestalten, dann haben wir ein wirklich sehr hochwertiges Webinar produziert, dachten, oh, das ist eine super Lösung, das schicken wir jetzt überall mit, wenn die Mitarbeitenden bei uns anfangen, im Onboarding oder auch sonst Interesse haben, quasi ihren Personal Brand aufzubauen, dann oder Corporate Influencer zu werden, dann können sie einfach das Webinar schauen. Und dann, genau, zwischendurch hatten wir auch einzelne Leute immer wieder herausgepickt und gepusht, aber nicht so in größeren Projekten, sage ich jetzt mal, wo wir wirklich ja, Botschaften definiert haben und so weiter. Und dann dachten wir letztes Jahr, es ist soweit, aber auch hier wieder, wie können wir es skalierbar gestalten, damit wir nicht wieder, oder? Weil wir haben ganz viele verschiedene Aufgaben im Employer Branding. Wir können leider nicht nur Corporate Influencer Programme durchführen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir nehmen die Challenge. Und ja, ja, da komme ich jetzt gleich drauf, was die Challenge ist, aber quasi der Gamification-Charakter von dieser Challenge, der hat wirklich extrem geholfen, die Leute am Ball zu behalten und sie zu motivieren und sich gegenseitig zu pushen. Genau. Also die Ziele der LinkedIn-Challenge, ich komme nochmals darauf zurück. In erster Linie für uns war es natürlich Employer Branding, wie Jöri auch gesagt hat. Es ist nicht mehr wegzudenken aus modernem Employer Branding, dass man Mitarbeitende einsetzt als Sprachrohre, die Connection schafft zu einer Community und nicht mehr nur One Voice und One Way. Also war es für uns wirklich wichtig, ja, dass das auch einen Einfluss hat aufs Employer Branding und wirklich bitte nicht beim Employer Branding immer nur an zum Beispiel Recruiting, Marketing oder so denken, sondern auch Employer Branding tut auch viel für die bestehenden Mitarbeitenden, für die Unternehmenskultur. Genau. Sales natürlich, das war für uns, wir sind nicht die Experten in Sales oder ein Employer Branding Team, aber für die Personen, die wir eingeladen hatten zu dieser Challenge, war das sehr wichtig, weil das waren unsere Vertriebsmitarbeitenden. Und ja, für die ist Zeit Geld, oder? Und deswegen muss sich jedes Zeitinvestment auch lohnen.
für ihren Umsatz. Genau, dann entstand eben diese LinkedIn Challenge. Also wir haben 34 Vertriebsmitarbeitende eingeladen, die bereits vorher schon mal, ich habe es gesehen, in diesen Live-Workshops oder wo auch immer, schon mal quasi eine Basis-Info zu Personal Branding von uns erhalten hatten. Dann haben wir gesagt, ihr tretet gegeneinander auf LinkedIn an. Also ihr seid sowohl in Teams als auch als Einzelpersonen unterwegs. Wir halten KPIs fest. Und dann schauen wir während der Zeit, wie sich die entwickeln und wer prozentual am meisten sich steigert, gewinnt. Genau. Und am Ende gab es eben für das Team zum Beispiel einen Restaurantgutschein. Den haben sie dann auch noch in eine Spende umgewandelt, noch was obendrauf gesetzt. Mega coole Story, by the way. Und dann gab es für den Einzelgewinner das Fotoshooting, auch da oder das Investment in ein Fotoshooting lohnt sich immer wieder bei Personal Branding. Genau. Wie gesagt, Ablauf, es war während 8 Wochen, wir haben das auch die LinkedIn Summer Challenge genannt intern, weil es wirklich schön über den Sommer war, da läuft nicht viel, da kann man das schon mal ausprobieren. Es beinhaltete ein Kick-off, wo wir alle abgeholt haben, erzählt haben, worum es geht. Dann Einzelcoachings für jede Person, also alle 34 also Teilnehmenden haben Einzelcoachings erhalten, zweimal während diesen 8 Wochen, à 15 Minuten. Sie haben jede Woche Newsletter erhalten, wo wir wirklich die Highlights der vergangenen Posts hervorgehoben haben und wir haben dreimal KPIs erhoben, einmal am Anfang, Mitte, Ende. Genau. Und was Sie haben eine Art Playbook von uns erhalten. Also Sie hatten jede Woche Meilensteine, die Sie erreichen müssen und das hat Ihnen auch nochmal geholfen, damit Sie wussten, okay, das muss ich diese Woche erreichen. So geht es weiter, das muss ich ausprobieren. Genau. So, dann kommen wir auch schon zu den Ergebnissen der Challenge. Wir haben ganz viele Zahlen, wie gesagt. Wir wollten wirklich messen, was tut sich nicht. Und am Ende haben wir festgestellt, die Posts, also wir hatten 80% mehr Posts von genau dieser mitarbeitenden Gruppe während der Challenge. Wir hatten 50% mehr Impressionen, da komme ich gleich noch drauf. Und was mega cool war, wir hatten 350% mehr Kommentare oder auch Engagement. Also ich denke, das ist so die größte Steigerung. Die Leute, wir pushen das auch immer sehr. Also bei unseren Corporate Influence Programmen geht es nicht immer darum, sehr viel Content zu produzieren, sondern wirklich sich zu connecten, Engagement zu fördern. Und deswegen, genau, ist das sicherlich auch der Grund, wieso sie sich so gesteigert haben. Dann, wer den Social Selling Index kennt, der ist auch gestiegen bei einem Durchschnitt 25%. Und ja, für diese Impressionen hätten wir tatsächlich auf LinkedIn mit unserem Cost per Mail hätten wir 9.000 Franken ungefähr zahlen müssen. Also war das fast schon ein Ersparnis, da wir ja in-house arbeiten. Und ja, das Projektbudget, das haben wir natürlich, konnten wir dann auch intern gut vermarkten, war am Ende quasi der Restaurantgutschein, Fotografengutschein. Also genau, für uns jetzt wirklich eine spannende Sache. Und ich denke, alle sehen den farbigen Fleck auf der Seite. Wir haben sogar damit einen Award gewonnen. Und zwar in Deutschland haben uns gegen Marken wie Deutsche Bahn, Aldi durchgesetzt. Also das war wirklich cool, weil, wie gesagt, das ist ein Low-Low-Budget. Also das ist, genau, wir haben sogar Fürsche gemacht, wie man so schön sagt. Ja, noch kurz die Erfolgsfaktoren der Challenge. Also Mitarbeitende als Influencer einsetzen ist super. Man sollte wirklich nur die Mitarbeitenden einsetzen, die schon auf LinkedIn aktiv waren. Die haben das größte Potenzial. Der Wettbewerbscharakter, gegeneinander antreten in Teams, aber auch einzeln ist super und der Erfolgszeitraum. Also Influencer, also Corporate Influencer Programme sollten wirklich über eine Zeit lang laufen, nicht ein Workshop und that's it. Also da muss man wirklich dranbleiben. Man kann wirklich versuchen, mit so einer Challenge diese Selbstläuferdynamik einfließen zu lassen und so weniger selbst als Coach oder ja, als quasi Kommunikationsprojektleiter etc. Ressourcen einzusparen. Genau, also das Konzept lässt sich wunderbar auf andere übertragen. Ich bin schon etwas knapp in der Zeit, aber ja, ihr seht es hier, man hat niedrigere Kosten, also hohe Wirkung und eben dieser Selbstläufereffekt durch den Challenge-Charakter ist sicher sehr spannend. Genau.
Ja, am Schluss noch ganz kurz. Also die Challenge lässt sich natürlich, wie gesagt, auch auf andere Unternehmen übertragen. Das machen wir gerade bei Ybrand und wir werden aber auch bei Helvetia dranbleiben. Und im Spätsommer, wir planen eine neue Challenge im Spätsommer mit Juniors aus der IT-Abteilung. Genau. Ja, das war es jetzt auch von mir. Ich gehe wieder zurück. Gut, besten Dank. Dann übernehme ich für den letzten Teil. Dann werde ich auch jetzt meinen Bildschirm freigeben. So. Oh mein Gott. Du musst wahrscheinlich unter. Ah ja, okay. So, jetzt funktioniert es. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Marco Gasser. Ich bin jetzt seit gut 24 Jahren in der Medienbranche unterwegs. Ich durfte 2001 bei 20 Minuten in der digitalen Vermarktung einsteigen und war 20 Jahre verantwortlich für die Medienmarke 20 Minuten in der digitalen Transformation. Und neu bin ich bei der Goldbach für alles zuständig, was nicht klassische Millimeter, Sekunden und Ad-Impressions sind, sondern wir versuchen, eben Content Marketing, Influencer Marketing und Sponsoring zu verknüpfen. Ich habe den Job gekriegt, mal zu sagen, ja, was heißt das auf die Mediennutzung, auf die klassische Mediennutzung und was ist die Herausforderung auch für die Medienunternehmen in der Schweiz und die Medienlandschaft Schweiz, weil Influencer Marketing und Content Marketing ist in der Schweiz ein Wachstumsfeld. Das habe ich noch erlebt. Als Teenager hat der Vater bestimmt, was am Abend im Fernsehen lief, sei es Wetten, dass oder was auch immer. Also man hatte ein Gerät, Millionen Zuschauer und es war alles eigentlich auch relativ gut planbar. Heute sieht es im besten Fall so aus bei einer fünfköpfigen Patchwork-Familie. Es hat eigentlich jeder, der Familienangehörige hat einen eigenen Screen. Das ist eigentlich fast noch das Idealbild, dass sich alle im Wohnzimmer aufhalten. In der Regel ist es so, dass sich auch die Teenager verschlaufen in ihre Zimmer und man sie per WhatsApp auffordert, es gibt Abendessen. Das heißt eigentlich auch, dass die Markenansprache oder die Ansprache der Zielgruppe, die wird immer fragmentierter und was auch man ja eigentlich weiß und auch im Persönlichen, die Mobile-Nutzung hat massiv zugenommen und ist eigentlich das Medium oder das Endgerät, das am meisten genutzt wird. Hier eigentlich ein bisschen ein Chart, was oder wie entwickelt sich die Medienlandschaft? Also bis 2019 hatten wir eigentlich im TV oder jetzt auch bei der Pendelzeitung 20 Minuten, hatten wir eine relativ konstante Nutzung. Seit 3, 4 Jahren merken wir wirklich, dass die Mediennutzung, die klassische Mediennutzung, zum Beispiel im TV, im Audiobereich, die ist rückläufig. Was konstant ist auf hohem Niveau, ist natürlich die Internetnutzung und was am Wachsen ist, ist neben Gaming, Podcasts, sind eben die Kurzvideos, nicht so überraschend. Also die Jungen, vor allem die jüngeren Menschen, werden über Kurzvideos informieren sie sich und werden unterhalten und die Social Media Nutzung ist seit Jahren auf hohem, konstantem Niveau. Was man immer ein bisschen unterschätzt, auch in der Planung von Marketingkampagnen, ist wirklich die Dominanz des mobilen Endgerätes. Werden eigentlich praktisch alle Inhalte werden heute auf dem mobilen Smartphone konsumiert. Es ist unser täglicher Begleiter und jeder weiß, dass die Nutzungszeit extrem hoch ist. Und auch da vorneweg Kurzvideos, vor allem jüngere Zielgruppen informieren sich halt über Videos und Bewegtbildinhalte und nicht mehr klassisch über Bild-Text-Informationen. Das Ganze muss snackable sein und das Ganze muss auf die Zielgruppe zugeschnitten sein. Was auch nicht so falsch ist, also man hat noch Medienmarken wie 20 Minuten oder auch Blick, die man kennt. Aber was immer wichtig ist, jetzt wird vor allem bei der jüngeren Zielgruppe, es ist das ganze Influencer-Thema. Wir haben das vorher auch gesehen. Also man folgt nicht der Schweizer Nationalmannschaft, der Frauennationalmannschaft, sondern man folgt Alicia Lehmann. Ich denke, das wird immer wichtiger, dass man sich auch mit den entsprechenden Ambassadoren und Protagonisten in der Zielgruppe eben entsprechend die Botschaften bespielt. Social Media ist Mittel zum Zweck. Ob News, ob Unterhaltung. Ich denke, man muss die Social Media, unser Social Media First Ansatz, das ist, glaube ich, nichts Neues. Das ist extrem
Wichtig. Ich habe da noch mitgenommen, das gibt es auch von den klassischen Medienmarken. Ich habe jetzt einfach mal mitgenommen, wie ist eigentlich die Social Media Entwicklung über die letzten Jahre. Es ist auch nicht so überraschend, dass Facebook entsprechend rückläufig ist, dass TikTok wächst, dass Spotify ein Highflower ist und Instagram auf sehr hohem Niveau. Auch Netflix konnte in den neuesten Zahlen wieder ein bisschen zulegen. Wenn man das jetzt herunterbricht auf die Medienmarken oder auf die Medienlandschaft Schweiz, dann weiß man eigentlich, dass seit 2010 die Bezahlmedien eigentlich jährlich kontinuierlich an Reichweite verlieren. Man weiß, dass die TV-Nutzung seit 3-4 Jahren rückläufig ist und ein Switch dann findet zu Bewegtbild-Videokonsum. Und bei der Audionutzung oder der Radionutzung eigentlich ein ähnliches Bild. Wo stehen wir in der digitalen Transformation? Ich denke, da kann jeder Strich, kann eigentlich jeder für sich selber auch tun. Ich habe da mal einen Vorschlag gemacht, aber was sicherlich ist, die Kleinanzeigen sind uns weggebrochen. Früher hat der Tagesanzeiger hat sich finanziert mit dem Stellenanzeiger. Das ist seit 2008, 2010 ist das nicht mehr so. 20 Minuten Watson, ich glaube 20 Minuten war wirklich auch ein Transformationsmedium. Das Pendlerzeitung gab es so nicht in der Schweiz. 2007 kam das iPhone. Wir waren mit der Medienmarke 20 Minuten die Ersten, die auf dem iPhone entsprechend präsent waren mit einer App. Und die Medienmarke profitiert heute noch so. Im Einzelhandel, eben Musik, Film, ich denke nichts Neues, aber das Ganze findet digitalisiert. Die ganze Digitalisierung findet definitiv statt und mit der Digitalisierung findet eben auch statt, dass man im digitalen Ökosystem Zielgruppen gezielt einkaufen kann. Die Herausforderung für die Medienunternehmen ist eigentlich klar, also es ist nicht immer die Medienmarke, ich kaufe alle, sondern Data ist das neue Öl. Ich kaufe immer mehr Zielgruppen ein und nicht mehr Medienmarken, egal ob der Konsument dann auf welcher Plattform er auch immer. Mit dem Social Media und dem Influencer-Ansatz kann ich eigentlich die Stärke von Instagram, TikTok, wie sie alle heißen, kann ich nutzen und kann dann den Influencer-Content auch entsprechend verlängern in der Zielgruppe, in das Ökosystem der Publisher in der Schweiz. Die große Herausforderung für die Medienunternehmen ist, wir wissen, der Eisberg kommt. Ist ein bisschen plakativ die Aussage, aber es ist wirklich so, dass sich die Medienmarken extrem schwer tun und sich dieser digitalen Herausforderung stellen. Ich denke, das ist ein Spagat, der immer mehr schmerzt und wir konnten gerade in den letzten paar Tagen auch lesen, das Ende von Print ist irgendwo absehbar. Der Landeanflug findet statt, man weiß einfach noch nicht, findet 27, 28, 29 statt. Aber das ist natürlich für die Medienmarken extrem anspruchsvoll. Was auch ein Beispiel ist, also zu meinen Anfangsstunden in der Vermarktung war der große Mitbewerber war noch Blick oder der Metropol Schweiz. Heute habe ich in der neuen Welt habe ich eigentlich primär die Amerikaner und die Chinesen, dagegen ankämpfen und ich muss auch kompetitive Angebote haben und ich denke, die hätten wir eigentlich auch, wir erzählen es einfach noch nicht so gut, aber ist für die Medienlandschaft Schweiz eine riesen Herausforderung, dass die Mitbewerber nicht mehr im anderen Stadtteil sind, sondern dass sie irgendwo global in einem digitalen Ökosystem sind. Vielleicht auch noch eine spannende Aussage vom digitalen Werbefranken gehen ca. 70% gehen an Google, Zuckerberg und wie sie alle heißen und nur 30% bleiben in der Schweiz. Und da sind wir als Medienanbieter und Vermarkter eigentlich gut beraten, wenn wir uns nicht noch gegenseitig um die 30% streiten, sondern Lösungen suchen, die kompetitiv sind. Das war schon von meiner Seite. Ich hatte nur 8 Minuten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Überblick und Einblick geben in die Medienlandschaft Schweiz. Ich denke, die letzten 4 Jahre mit den Rahmenbedingungen, die wir hatten, mit Covid, Energiekrise, was auch immer, hat die Digitalisierung noch beschleunigt. Und ich denke, wir sind alle gut beraten, wenn wir uns auch diesen neuen Herausforderungen annehmen. Besten Dank von meiner Seite. Sollten Fragen irgendwo auftauchen, bin auch jederzeit auf LinkedIn erreichbar. Wunderbar. Vielen Dank an Marco, an Senata, an Nadine, an Dominik und Juri. War extrem spannend. Ich sehe gerade,
Q&A-Fragen gibt es keine, aber ihr seid ja alle auch über LinkedIn oder über andere Kanäle erreichbar. Wir senden allen angemeldeten Personen das Recording von diesem Webinar und ich bedanke mich im Namen der GFM und Kingfluencers bei allen angemeldeten Personen und Teilnehmenden für Ihr Interesse. Bei euch, den Speakers, ihr habt die Sache wunderbar gemacht. Vielen Dank, Yuri, thank you very much. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder zu einem anderen Thema. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke. Danke, ciao.